Wie seid ihr 1 halb jetzt portabel wieder da? Das ist ja klar, dass ich portabel draußen bin, wenn hinter mir der Wald ist. Heute möchte ich euch was zeigen. So ein bisschen eine Bastelarbeit für mich zum Kurzwellenfunken. Was ich so gern so auch als Zeitvertreib und als Entspannungsarbeit mache. Das sind 9:1 Wickeln. Ich habe E-Mails gekriegt, dass. Warum ich 9:1 nutze, weil die machen ja keinen Spaß. Das muss ich absolut verneinen. Tut mir leid. Ich finde das lustig, also, dass mir da die Leute erklären wollen, dass ich da keinen Spaß habe damit. Und ich habe definitiv Spaß mit den Dingen. Erstens einmal, je nach Draht und hin und her, also ich brauche natürlich meistens einen Tuner dazu. Bei den 9:1. Hat ja mein Xygo drinnen. Funktioniert einmal frei, ich beweise ja in meinen Portable-Videos von meinen SOTA-Aktivierungen, wenn ich so irgendwo draußen bin, wenn ich mein QRP 9:1 aufhänge mit dem 3D-Druckgehäuse, habe ich euch bei meinem Wurfsackerl, bei meinem Antennentaschen-Video gezeigt, wie der denn ausschaut. Und ich habe natürlich auch größere Varianten. Das ist im Moment jetzt ein Bastel-Prototyp mit meinen Vago-Klemmen natürlich wieder. Schaut wild aus, da auch eine Vago-Klemmenaufhängung. Auf so einem BNC-Bananenadapter aufgebaut. Da gehe ich im Prinzip da hinten durch, damit ich das da so irgendwie so ein bisschen fest mache. Da unten durch, da hinten raus. Ja, funktioniert einwandfrei. Der Bananenadapter hat natürlich schon einiges mitgemacht an Aktivitäten. Und die funktionieren super, die 9:1. Probiert es aus, ich kann 80 Meter mal, ich kann jedes Kurzwellen-Amateurfunkband machen. Natürlich muss auch der Kern herhalten, der Ringkern. Ich nutze Ringkerne von Amido, die bis 60, also 50 Meter, also bis zum 6 Meter Band gingen. Habe mir jetzt aber welche geordert, die auch bis 200 MHz gehen. Weil ich da mal was testen möchte, ob man, wenn ich jetzt am Sutterberg oder bei einer Portable-Aktivität mein Draht aufhänge für diesen 9:1, hier dann auch drüber 2 Meter laufen zu lassen. Ich habe schon mal so ein paar Versuche gemacht in der Vergangenheit. Das hat auch ganz gut funktioniert, nur war halt der Ringkern nicht drauf ausgelegt. Somit war das nicht ganz so prickelnd, aber in der Theorie hat es so einigermaßen funktioniert, das möchte ich ausprobieren, weil dann habe ich, spanne ich auch Antenne und kann Kurzwelle und UKW drüber machen und das möchte ich ausprobieren, aber lasst euch da nicht irritieren, diese Dinger machen wirklich Spaß, also das, was da andere OEMs erzählen, dass man das keinen Spaß nicht macht, ich habe breitbandig unterwegs, ich muss nicht 25 Antennendrähte mitnehmen oder 25 Antennen, natürlich gibt es diese Half-Wave-Endfeld-Antennen, da wo ich dann den passenden Draht dazu brauche oder so und meistens, oder die 49:1 gehen meistens nur 40, 20, 10, aber dann kann ich meine DO 15 Meter Band wieder nicht mehr machen. Deswegen setze ich in meine Portable-Aktivitäten immer auf die 9:1, weil ich da alle meine Amateurfunkbänder, die ich arbeiten darf, arbeiten kann. 80, 15, 10 Meter und halt in meinem Fall jetzt auch 6 Meter, weil wir ja da in der E-Lizenz ja nach wie vor geduldet sind. Und scheut euch nicht davor, diese Dinger zu wickeln. Also wie gesagt, bei QRP-Ballon mit den ganz kleinen Amidos drinnen, das war wirklich zart zum Wickeln mit den feinen Kupferlackdrähten, aber in der Dimension ist das easy peasy. Ja, traut euch wirklich einmal drüber, so ein 9:1 zu wickeln. Das macht wirklich Spaß und ist auch gar nicht so schwierig. Jeder entwickelt da so ein bisschen seine eigene Technik. Ganz cool sind da die zu diesem 9:1 die Videos. Also schaut mal bei ihm vorbei, beim Heinz Just Me. Das ist ja eigentlich der Antennenbau-Guru, Amateurfunk, der in meinen Augen den besten Antennenbaukanal hat. Und schaut bei ihm mal vorbei in die Videos. Er hat eins da, wo er so ein 9:1 vorstellt, wenn man sowas wickelt. Und anhand von dem habe ich dann auch angefangen, mir meine 9:1 zu wickeln, damit ich meine Kaffee brauche, weil das ist so viel günstiger. Natürlich kauft man sich auch mal einen Fertigwickler, also der an meiner Stationsantenne ist ein fertiger. Aber ansonsten für meinen Portable-Betrieb wickelt immer die alle selber.
und da ist nichts dabei. Man darf nur nicht, also ich empfehle natürlich bei mir, ich nehme drei verschiedene Farben her für die Drähte, weil dann tue ich mir dann im Zusammenverbinden natürlich leichter. Bei mir natürlich einmal Gegengewicht schwarz, gelb die Antenne und das Ganze natürlich nach dem Schema für 1901 verbunden. Also wie gesagt, lasst euch nicht abschrecken davor, wenn viele OMs behaupten, die sind nichts. Ich kann nur sagen, nehmt es her, sie gingen wirklich gut in den Portabelbetrieb, sind die echt super, die Dinger. Weil sie wirklich jedes Amateurfunkband auf der Kurzwelle abdecken und bei der nötigen Länge natürlich meines Antennendrahts auch das 160 Meter Band. Aber das ist dann schon ein bisschen arg zum Aufbauen im Portabelbetrieb. Aber 80 Meter bis 6 Meter ist überhaupt kein Ding mit den Dingern. Habe ich schon so oft hergenommen in meine portablen Aktivitäten und ich mehr hat eigentlich nicht weg. Und im Prinzip kann ich an die WIP-Antenne, die ich ja im Moment ja in der Reißen habe, die ich ja teste, diese Retevis-Teleskop-Antenne, kann ich auch mit einem 1901 betreiben. Aber es funktioniert auch, kann ich auch hinhängen. Dann spare ich mir den Tuner, wenn ich einen internen Tuner in meinem Funkgerät drin habe, so wie bei meinen Saigus, dann kann ich den internen Tuner hernehmen und da funktionieren die wirklich super. Ein Mize 705 ist das wahrscheinlich nicht mehr ganz so toll, weil er hat ja keinen internen Tuner. Kostet einen Haufen Geld, aber hat keinen internen Tuner. Blöd. Aber wie gesagt, andere Geräte, die interne Tuner haben, wie die Elecraft, die Saigus mit internen Tuner, der G90 und so, die kommen super mit den 1901 klar. Kann ich nur empfehlen. Genau. Dann zeige ich euch nur schnell, was ich jetzt mittlerweile zu diesen, alternativ zu diesen Bananen, BNC-Adapter hernehme für meine Testantennen. Ja, geht weiter. Und zwar ist das jetzt eine neuere Variante von meiner gewickelten 1901 und zwar mit einem anderen BNC-Anschluss. Und da gibt es nämlich, hier einen Link, natürlich in die Beschreibung, mit Klemmen, mit Schraubklemmen, wo ich meine Adern einbringe und das Ganze als Stecker und als Buchse. Habe ich mir jetzt rauslassen, finde ich ziemlich cool, weil dann kann ich nämlich direkt mit dem Koax-Kabel jetzt hingehen und muss nicht adaptieren, wie beim Bananen-BNC-Adapter. Und dann schaut das Ganze wieder so aus. Dann kann ich da sauber mit meinem Koax-Kabel hinfahren, dann natürlich da wieder Antenne. Und jetzt habe ich diese Durchgangsverbinder-Vagos, damit ich nicht mehr diesen Haken drinnen habe. Und da wieder fürs Gegengewicht, wenn nötig. So schaut das aus. Das ist jetzt im Moment ein Prototyp, also schaut noch nicht schön aus. Das ist für den Testaufbau natürlich wieder und das kann man dann natürlich alles schön verpacken in eine Tupperdose oder was, die wo man dann irgendwie aufhängt oder in diese Aufputzdosen, diese Elektrikerdosen. Genau, das nur mal so als kleiner Tipp. Diese Schraub-BNC-Adapter sind super für Prototypen, sie tragen nicht so auf, sind nicht so teuer und funktionieren genauso wie die mit den Bananenadapter, nur da kann ich halt dann sauber mit den Drähten rein und ich habe halt da halt Buchse und Stecker zur Auswahl. Das heißt, ich kann dann sauber ohne Adapter mit dem auf den BNC gehen. Ja, das war es jetzt so mal zur Vorstellung so einmal mit diesen Adaptern und meine 1901. Baut es wirklich immer so 1901 wickeln, wie gesagt, das ist so als Entspannungstätigkeit auf der Couch. Beim Fernsehschauen wickelt immer meine Balloons. Ich drösel es auch dann wieder auf und wickel es dann wieder von ein, weil ich das einfach tierisch beruhigend finde. Und danke da an Heinz Just Me, dass er mich da so ein bisschen angefixt hat mit seiner Antennenbauerei. Das ist genau das, was ich eigentlich für einen Portabelbetrieb hernehmen mag. Es braucht nicht viel Platz, ich kann einfach einen Draht hier hängen, tun mir das Ganze her mit meinem Seigel und gut ist gegangen. Aber ich wiederhole mich schon wieder und ich verzeihe schon wieder viel zu viel. Wirklich, baut euch einmal so Dinge. Tut nicht weh, funktionieren super, auch wenn andere OMs anderer Meinung haben, dass die Dinger angeblich keinen Spaß mehr machen, das kann ich absolut widerlegen. Sieht man an meiner Hand von meinen Videos, wenn ich diese Dinger in den Baum schmeiße, auch bei der Zinnkopfaktivierung habe ich, oder Hügel, habe ich alles schon, überall mit den 1901 gearbeitet. Waren noch andere Gehäuse, aber es hat super funktioniert und auch jetzt mit meinem 3D-Druckgehäuse. 1901 funktioniert vor allem im Portabelbetrieb. Auch QRP, ich mache es ja QRP das Ganze. Genau, das soll es jetzt gewesen sein. Da ist der DO1 HFS Portable gewesen. 73, macht es gut und wir sehen uns in den nächsten Videos.